Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Murdered by Soul Suspect. Nun würde ich mal sagen, weiter geht's. So, wollen wir mal schauen, wie wir den ablenken können. Gehen wir ganz kurz hier hin, bitte. Was okay, ist mit dem Teil los? Und jetzt müssen wir auf der Flucht, weil wir haben das Buch ihrer Mutter bekommen, also in Hand bekommen. Ich würde sagen, hier ist keiner, okay. Wie sicher die sind, also ehrlich, so sicher sind sie gar nicht. Okay, ich muss den ablenken. Oder muss ich mit der reden? Ich muss wieder reden, oder? Warte, warte. Ich muss nachsehen, ob die Luft rein ist. Rex. Wer ist das? Ein Kopf, den du aus dem Weg gehen solltest. Okay, du musst zu dem Raum dort gelangen, aber warte auf mein Signal. Hey, Lieutenant, warten Sie. Wissen Sie, was der ganze Aufruhr ist? Los, los, los! Was ist das für ein Ort? Die Glockenmörder-Einsatzzentrale. Alles, was wir bis jetzt über den Fall wissen. Nun, ich hab, was ich brauche. Also, man sieht sich. Wenn du weiter versuchst, das allein durchzuziehen, bringst du dich noch um. Einigen wir uns auf. Ich schuld dir was. Scheiße. Er sagt was. Das sagt... Guck mal, da steht Mist und er sagt Scheiße. So, wollen wir das verlassen. Die Stadt wieder betreten. Hey, so leicht kommst du mir nicht davon. Wenn dir so viel an dem Fall liegt, dann find deine eigenen Beweise. Ohne mich wirst du deine Mutter nicht finden. Was? Und schau nicht zurück. Okay, hör mal. Deine Mutter schrieb das Buch, um zu helfen, den Mörder zu fassen. Aber es wird dir nicht sagen, was ihr passiert ist. Die Antworten auf unsere Fragen bekommen wir nur, wenn wir den Mörder finden. Ich brauche einen Helfer in der Welt der Lebenden und du brauchst einen Detective. Ihr letzter Fall. Ashland Hills Friedhof. Sie können es nicht sehen, aber es ist da. Was? Keine Ahnung, Schätze. Mom hat gedacht, dort gäbe es einen Fall, der mit dem Glockenmörder zu tun hat. Die Cops sahen das anders. Gut, dann gehen wir als nächstes. Ashland Hills. Wir? Komm schon, wir brauchen einander. Du brauchst mich wesentlich mehr als ich dich. Von mir aus Partner? Okay. Fürs Erste. Der Moment ist alles, worum ich mich sorge. Ronan. Mein Name ist Ronan O'Connor. Ich bin Joy. Im Ernst? Ist Ronan etwa besser? Haben deine Eltern gedacht, dass du mal ein Gladiator wirst? Wir gehen also wirklich auf einen Friedhof. Yep. Ich muss was erledigen. Schlag vor, wir treffen uns dort. Nein. Du lässt mich nicht schon wieder. Wenn du mir folgst, kannst du unsere Abmachung vergessen. Wenn es so sein soll, dann sehe ich dich dort. Wenn nicht, dann nicht. Du tauchst besser auf diesem Friedhof auf, Kleine. Du bist die einzige Lebende, die mir bleibt. Das Mädchen ist mir echt unsympathisch. Zu unsympathisch. Irgendwas hat sie, irgendein Geheimnis hat sie. Hm.
zweiten Therapiebericht. Da geht's nicht lang. Danke für die Information, dass es da nicht lang geht. Vielen Dank. Ne, noch fünf mehr. Ich muss auch fünf Stück finden, dann habe ich's. Fünf Stück, dann habe ich alle zusammen. Bestimmt sind sie irgendwo da verteilt, halt auch beim Friedhof. Kannst du mir gut vorstellen. Ich bin schade, dass das bei der Kirche das nicht rausgefunden habe. Weil es so gefunden hatte. Nein, ich würde mal sagen, wir machen das beim nächsten Part, betreten wir den Friedhof. Also, wie gesagt, ich hoffe, der Part hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Endcut. Total vergessen. Zum bald. Ja, wie ich das gerade gesagt habe, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr könnt ruhig einen Daumen nach oben geben und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Murdered with Soul Suspect. Bis zum nächsten Mal.